Herzlich willkommen zurück zu Let's Plays bei U2 Gateway to Glimmer. Wir haben jetzt ungefähr 8:45 an einem schönen Donnerstagmorgen, den 20. Oktober 2011. Ich habe immer noch meinen Krankenschein, mir ist todlangweilig und ich habe mir gedacht, komm, versuchen wir nochmal den Spacko hier zu besiegen. Ich habe ja gesprochen von der unendlichen Superflamme und so ein Kram, ne? Also, für die es jetzt nicht mitbekommen haben, ich möchte den besiegen, ohne getroffen zu werden, weil ich dafür einen Extrapunkt bekomme. Und, ich habe immer noch meinen Krankenschein, bla bla. Deswegen, zu dieser frühen Stunde nutze ich wenigstens die Zeit und nehme ein bisschen auf, bla bla bla. Und, ja. Ich habe ja im letzten Part davon gesprochen, dass es hier die Möglichkeit gibt, unendlich Superflamme zu erlangen. Ja. Und ich habe mich informiert, wie es funktioniert. Nein, meine. Auf jeden Fall muss man dafür das Drachenufer machen. Ich würde es auch tun, aber irgendwie spricht das gegen meine Ehre. Ich will ihn so besiegen. Die Sau. Das muss doch möglich sein. Ich habe es doch gestern fast geschafft. Oh. So, jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder ein bisschen reinfinden hier. Gib die Scheißkugel her. So, aber das fängt doch eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen überrascht. Natürlich ist das noch weit weg vom Schaffen, aber dennoch. Ah! Wow! Okay. Sau. Ich habe nicht geübt, wirklich nicht. Vielleicht liegt es daran, weil. Also gestern war ich ein bisschen schlecht drauf, weil, wisst ihr ja hier. Ah, Weisheitszähne und so. Ist nicht angenehm für alle, die es schon hinter sich haben. Freut euch, ich hab's noch mal vor mir, weil ich hab. Nein! Ich hab noch untere Zähne. Ficken, Bastard, Arschloch. Ich töte mich. Und gestern habe ich nur noch 2 Stunden aufgenommen. Und dann war ja hier diese Zeitrennen-Scheiße bei den Fluglevels. Und ich bin fast Game Over, wie ich sehe. Sehr gut. Und ja, das war halt alles nicht so schön jetzt. Das ist doch schön, dann seht ihr vielleicht auch mal einen Game Over-Bildschirm. Also, das heißt vielleicht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr den sehen werdet. Und selbst wenn ich den in den 4 Leben schaffen sollte. Und in den jetzt noch übrigen 3 Leben. Hui. Was wollte ich jetzt sagen? Scheiße, ich brauche die Kugel. Boah! Meine Kugel. Nein! Oh mein Gott! Habe ich immer noch einen Quatsch, den ich besiegen muss, ohne getroffen zu werden. Wobei es, glaube ich, wirklich der einfachste ist mit Abstand. Ich glaube, der ist viel einfacher als die anderen beiden. Nein, nicht grün, nicht grün. Grün ist scheiße. Wobei, man muss bei grün eigentlich nur ganz schön weit von dem Gegner weg sein, dann klappt er auch. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Jawohl, getroffen. So, fick dich. Meine Kugel. Ui. Scheiße. Wobei rot ist nicht schlimm. Was hat er jetzt? Blau, okay. Einfach nur wegrennen, 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 wegrennen. Geh weg. Nimm ihn in Ruhe. Nein, scheiße. Ah! Lauf, Spyro. Wow. Okay. So, du Fixer. Das kriegst du erstmal einen ab. Noch einen vielleicht. Jawohl, sehr gut. Wie kann ich heute besser ziehen als gestern? Oh, grün, 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 grün. So, du jetzt fixe ich dich mit grüner Scheiße zu. Ja, komm, noch einmal treffen. Nein, nein. Oh, boah, das ist knapp. Nicht grün, scheiße, jetzt schon wieder grün. Hier war noch irgendwo eine Kugel. Wow, ich muss weg. So, okay. Im Grunde genommen ist das wirklich nicht schwierig. Die meisten Sachen, warum ich getroffen werde, basieren auf fehlender Geduld. Weil ich nicht abwarten kann. Okay, super. Die erste Stufe ist schon mal tot. Ach, kommen wir zur zweiten. Nee. 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 Niemals, niemals. Ach, fick dich doch. Lass mich doch in Ruhe. Das ist jetzt aber meine Kugel. Warum ist jetzt so Kugel geil? Wir sollen ein paar Mal auf mich schießen. Hopp, schieß. Genau. Ja, jetzt gehört die mir. Ja, boah, alles klar. Nein, fuck it, fuck it, fuck it. Der hat direkt geschossen, als ich die eingesammelt habe, Mann. Fuck, 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 fuck. Okay, komm. Ich weiß gar nicht, was beim Game Over passiert. Ich meine, viel kann ja nicht passieren, aber... komm. Ich sehe schon kommen, also bei den Extra-Punkten werden die Parts länger werden. Weil ich versuche jetzt so ein bisschen... meine Parts, also die Länge der Parts, an die Produktivität anzupassen.
Dass damit in jedem Part wenigstens etwas passiert. Und ein kleiner Fortschritt festzustellen ist. So, leck mich am Arsch. Ein kleines Stück Rattenkot. So, dreimal getroffen. So lässt sich nur arbeiten. Ja, komm, sammel deine grüne Scheiße ein. Ups. Also eigentlich kann ich, glaube ich, jetzt von der ersten Stufe zumindest alle drei Kugelattacken locker ausweichen. Oh, das war ein Skillshot. Ah. Ja, scheiße. Wo ist die Kugel? Nein, ich bin dran vorbeigelaufen. Das ist voll unfair, dass der die sieht. Ja, rot ist halb so wild. Ich versuche mal da hinten in die Ecke zu gehen. Es ist blau. Will ich blau haben? Weiß ich nicht. Eigentlich ja nicht. Komm, bitteschön. Du kannst blau behalten. Schon wieder blau. Ich kriege schon wieder die Krise. Uah. Okay, diesmal war blau gar nicht mal so schlecht. Das sind zwei Kugeln. Wow! Okay, es ist schon immer. Also, irgendwie bin ich mit den normalen Attacken von dem. Habe ich mehr Probleme als mit den Special-Attacken. Nein, nein, nein! Ja! Sehr gut. Oh. That was close as ice. Fies. Fies. Meine Kugel. Verdammt! Der ist so kugelgeil, die Fotze. Ich darf den auf jeden Fall nicht das Blaue kriegen lassen, wenn er jetzt einen Blauen wirft. Was Grün macht, weiß ich jetzt gar nicht so genau bei dem. So, du Arschloch. Ich finde, ich sollte im Supermodus auch nicht getroffen werden können, aber... Wie kann ich da getroffen werden? Das finde ich nicht schön. So, du Arschloch. So. Stirb. Stirb. Jetzt höre ich lieber auf. Boah. Okay, was ist Grün? Ah, dann weiß ich das zumindest schon mal. Wow, 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 wow. Scheiße, fuck. Okay, einmal hin, einmal her. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, ich muss mich eh töten. Komm, mach jetzt hier. Stirb. Stirb, Spyro. Du süßer Kackdrache. Ja, okay, komm. Ein Leben haben wir noch. Scheiße. Ich will nicht Game Over gehen. Das ging das ganze Let's Play lang gut. Bin ich im ersten Teil Game Over gegangen, dann wisst ihr besser als ich wahrscheinlich. Fick dich. So. Oh mein Gott, ich muss hier weg! Ah! Komm hier, nimm deinen blauen Scheiß. So, stirb. Warum kann ich hier eigentlich nicht in die Lava kloppen? So viel. Oh, das ist draußen so eine mega laute Straßenkehrmaschine. Ich höre hier doch nichts mehr. Immer da schön bleiben, wo der Tiger ist. Der Jäger. Ja, rot ist okay. Komm. Bims. 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 Ach, komm. So ein kleines Stück. Ich hasse dich. Ich treffe den mit Grün nicht, wenn er nicht direkt vor mir steht. Oh, ich habe ihn zweimal getroffen. Schön, schön, schön. Wow! Ich hasse das, wenn ich so nah an ihm dran bin, weil ich die Kugel nicht sehe. Und zu spät sehe. Ui! Ui! Komm, 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 komm. Und jetzt bist du fällig, du Sau. Wow! In den Arsch. Ja, komm. Ist mir doch egal. Wo steuere ich eigentlich gerade mit dem... Was? Warum hat er mich getroffen? Ich bin doch einfach nur weggerannt, wie sonst auch immer. Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Bin ich in einem anderen Winkel sonst weggelaufen, oder wie? Ah, leck mich doch am Arsch, ey. So ein Käse. Ach, null. Ich habe nur eins. Sehr gut. Meine Kugel. Und Kugel laufen. Meine Kugel, fick dich. So. Ich muss ihn nur einmal treffen, dann kommt er irgendwie ins Straucheln und ich treffe ihn einfach mal gar nicht. Ist auch gut. Ahaha, einmal habe ich dich getroffen. Nein! Okay, das war Suizid. Gut, Game Over. Ich komme. Komm. Ich bin voll in die Lava eingetaucht. So, aber gucken, was jetzt passiert.
Spiel vorbei. Und da fliegt der Spyro. Kann ich jetzt direkt weitermachen oder muss ich das Spiel jetzt neu laden? Okay, komm, rennen wir nochmal dahin. Das ist ja halb so wild. Ich hoffe mal, dass es das einzige Mal war, wo wir den Game Over-Bildschirm betrachten mussten. Boah, draußen die Straßenkämpfer. Jetzt ist sie auf der anderen Straßenseite. Es ist so extrem laut, ne? Ich hoffe mal, dass ihr davon nichts mitbekommt. Das Gute ist, dass der Mikrofoneingang quasi von meinem Mikrofon vom Headset vom Fenster abgewandt ist. Aber mein Zehen geht's mittlerweile eigentlich ganz gut. Ich habe wieder Schmerzmittel bekommen. Hört ihr das? Ich hoffe nicht. Das ist so ein ätzendes Geräusch. Vor allem, wenn man morgens um 5:30 im Sommer am Vorabend total gebechert hat und dann von so einer Scheiße geweckt wird. Beim Sommer kann man ja nachts das Fenster nicht zulassen. Oh mein Gott! Oh, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, ja. Auch Männer können Angst haben. Oh. Ach komm, geh weg. Irgendwie habe ich mich nicht mehr so in Form, irgendwie mit dem Steuerkreuz zu spielen, weil meine Finger tun weh. Komisch, ne? Das, was ich meine ersten PlayStation-Karriere jahrelang gemacht habe, kann ich jetzt nicht mehr machen. Boah, der war mal richtig schön. Ja, du mal richtig gezeckt. Na komm. Warst du schnell. Ja, ich wusste es doch. Ja, Jäger, ich kenne dich so lange. Ne? Ich dachte, du wärst tot nach dem Epilog. Komm, ich muss dich treffen. Und nochmal. Nochmal. Haha. Oh, cool. Ja, komm, die gönne ich dir. Was? Wie fühlst du nicht dahin? Ey, der Jäger ist aber manchmal wirklich. Der hab ich auf jeden Fall gegen mich. So, du Arschloch. Das war's. Ich hab gesagt, das war's. Da war's halt nicht. Wow. Wow. Man muss eigentlich nur das richtige Timing beim Weglaufen haben. So. So, okay. Hey, die Sache schon mal gegessen. Hey. Hey. So. Hey. Hey. Niemals. Scheiße. Mann, nur weil die Kugel direkt wieder da abgelassen hat. Kack. Was ich auch scheiße finde, ist, dass der... Ja, komm, stirb. Dass der schießt, obwohl er sich die Kugel holen möchte. Nee, Entschuldigung, das meine ich jetzt gar nicht. Dass er schießt, während ich mir die Kugel, hier die Superattacke habe. Also, dass er schießt, ist nicht das Problem, aber dass ich verletzlich bin, das ist das Problem. So. Zwei haben wir schon mal. Das ist so nervig, dass ich immer wieder alles machen muss. Jede verkackte Form von dem Arschloch muss ich wieder... Wir können ihm den Supersprint als Waffe geben. Echt mal. Mir. Ich weiß, wenn ich zu nah an dem Dramm bin, kann ich noch zur Not mal anschießen. Das funktioniert auch, aber... Bis ich da mal gezielt habe und so den mal... Nur hier, ne? Die Idee vom Treffen sehe... So, das ist perfekt. So. Ach, fuck. Oh mein Gott, scheiße. Okay, das war blöd. Ich bin da hinten gerannt, hab's nicht gesehen. Ach, komm. Stirb, 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 stirb. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich gedacht so, ja, vielleicht neuer Tag, neues Glück, ne? Ach, von wegen. Ist genauso scheiße wie gestern. Wobei ich jetzt mit der zweiten Stufe irgendwie unglaublich Schwierigkeiten habe. Weil bei der zweiten Stufe habe ich ja noch gar nichts gerissen. Ja, ich muss ihm die Kugel gönnen, das ist mir zu gefährlich. So. So. Ey. Oh. Ich glaube, wenn man richtig gut ist, kann man mit der blauen Geschichte viel mehr abziehen als mit den anderen beiden, weil die ein bisschen länger geht. Komm, gib her. 3. Meine. Er hat gerade einfach blöd geguckt, das finde ich gut. Der hat mir die weggeluchst. Warum machst du sowas? Arschloch. Okay, rot. Das war. Ich wollte die gar nicht haben. Also ich wollte die schon haben, aber das war keine Absicht. So, einmal habe ich die wenigstens getroffen. Ah, grün. Okay. So. 1, 2, meine Google. Meine. Fick dich, Google.
So. Wo ist die? Da ist sie. Achso, ich hab schon drei. So gut. Müssen wir treffen. Treffen wäre auch nicht schlecht, ja. Ich find's gut, dass die Kugeln so eine Nachwirkung haben, also von Explosionen her. Eins, zwei. Oh, hier muss man gerade in die Tür gehen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe ein Paket bekommen aus den USA. Ich komme natürlich genau dann wieder, wenn die Straßenkehrmaschine auch hier ist. Jetzt habe ich natürlich wieder den kompletten Überblick verloren, für den, was ich hier überhaupt mache. Stimmt, was wollte ich eigentlich tun? So, du Arschloch. Oh, es ist so laut. Nicht machen! Nee. Komm, schieß. It's my fucking Orb. Nein, das war so knapp. Ja gut, okay, den kriege ich nicht. Das ist meine grüne. Was hat er jetzt? Bitte nicht blau. Okay, grün. So, und jawohl. Ich finde es voll unfair, dass er noch schießt, echt. Oh, ich hätte den eigentlich rot überlassen können. Weil blau ist ganz schlimm. Komm, stirb. Was liegt denn hier bei mir noch rum? Was ist das? Grün, okay. Grün ist einmal hin, einmal zurück. Nein! Es ist zu schnell für den Dennis. Mann, das ist doch nicht so schwierig. Verdammt nochmal, Dennis. Herrgott. Warum stellt sich denn immer so blöd an? Ist einfach nur zweimal ausweichen. Einmal drüber springen und dann nochmal drüber springen. Oh, ich habe nur noch ein Leben. Ey, gehst du mir auf die Nüsse, echt. Ich weiß, ich könnte es mit der Superflamme viel einfacher machen. Da müsste ich die ganze Scheißkugel nicht einsammeln. Dann könnte ich ihn einfach abballern. Aber das ist... Wisst ihr, was Ehre ist? Und das ist das, was mich total ankotzt. Okay, gut, blau kannst du von mir haben. Schenke ich dir. Ich finde blau eh scheiße. Okay, rot wollte ich schon gern haben. Oh, ich treffe keine der Kugeln. Verdammt nochmal. Ey, fick dich. Alter, das kann doch nicht sein. Ich bin tausendmal an der Kugel vorbeigerannt. Alter Vater. Null. Schon wieder eine halbe Stunde für den Arsch. Der erste Part wird wahrscheinlich nur aus Fails bestehen, wie bei den letzten Zielpunkt holen. Aber ich glaube, das ist wirklich der einzige schwierige, also der einzig richtig schwierige, den wir jetzt noch vor uns haben. Deswegen will ich den jetzt auch noch. Ich hab das alles ohne Superflamme geschafft. Deswegen will ich den jetzt auch noch eben mit ohne Superflamme schaffen. Versuchen zu. Ich meine, am Ende bei dem Fluggedöns wird mir das eh nichts bringen. Aber ich muss erstmal so weit kommen. Da war ich ja jetzt einmal so weit. Haha, hab ich. So, du Sau. Oh, warum fliegt es nach da hinten? Das ist doch total Sinn. Oh, nicht blau, okay. Wow. Und zack. Okay, komm. Dann nimm grün, wenn du unbedingt willst. So, okay, dann nehme ich jetzt rot und kannst du das grün haben. Rot. Oh mein Gott. Der war schon wieder viel zu nah dran. Und zack. Okay, ich warte lieber ab. Lass ich den halt nochmal die grüne Scheiße machen. Ach, scheiße. Das war total scheiße von mir, wirklich. Das war so kacke von mir. Ah, Game Over, ich komme! Ich wollte ihn unbedingt vorher mal treffen, um zu gucken, ob er dann die Attacke abbricht. Aber ich hätte auch einfach warten können, die 2 Sekunden. Ja, ist doch gut. Ich hätte einfach wirklich die 2 Sekunden warten können und, ne? Bis er die Attacke gemacht hat und den dann angreifen können. Aber nein! Der Dennis muss ja unbedingt wieder alles herausfinden. Nun Spasti, ey. Ja, ich beleidige mich selbst. Weil ich manchmal das hasse, was man hier macht. Ich könnte mir wirklich einfach die scheiß Superflamme holen. Ich könnte sagen, komm, wir gehen jetzt doch ein Ufer. Ist total chillig da bestimmt. Und wo ist eben die Superflamme? Dann gehen wir hier rein.
bleiben wahrscheinlich auf einem Punkt stehen und ballern die ganze Zeit ab. Genauso wie bei der zweiten Stufe, weil der kommt gar nicht zum Schießen oder zu irgendwelche Kugeln einsammeln. Ja, und am Ende das Fluggedönse da, das muss ich halt schon so machen. Da habe ich ja eh die Superflamme. Das bringt mir dann ja auch nicht mehr viel. Ach, verdammt. Ist doch alles nicht schön. Na komm. Ich meine, ich glaube, ein Versuch dauert gar nicht mal so lange. Ich schätze mal, um 2 bis 3 Minuten kommt das hin. Arschloch, 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 Arschloch. Der Vorteil beim Grün ist echt, wenn man den einmal hat, dann wollte ich gerade sagen, dann kann man den die ganze Zeit zuwichsen. Aber ich habe ja bewiesen, dass es doch nicht so ist. Nee, aber der Vorteil ist halt, dass er dabei nicht so wegfliegt. Bei dem blauen, da laufe ich ja quasi durch den durch. Das ist ja auch scheiße. Und beim roten, wie man jetzt hoffentlich sieht, wenn ich den mal treffen würde, genau, der fliegt ja total Kilometer weit weg. Ja, wenn ich unendlich Superflamme hätte, dann wäre es so die ganze Zeit wie diese rote Kraft. Ach, scheiße.